hervorragenden fachmännischen Weise. Ja, wieder schön was gelernt. Ah, sie kommt zurück. Vielleicht können wir es jetzt klären. Haben Sie uns eine Fliese aus Kütahya mitgebracht? Oder eine aus Isnik? Hier ist eine Schale aus Kütahya. Sie ist natürlich die bessere. Na also, meine Worte. Danke, junge Dame. Jetzt können wir uns wichtigeren Dingen zuwenden. Zum Beispiel den Brunnen. Oh, die können sich auch nicht. Naja. Mir darf es egal sein. Oh, das nehmen wir einfach mit. Was ist das auch immer? Was ist das denn? Getreide. Psal, ja. Ich gucke mir das jetzt mal richtig an. Ah, super. Naja. Oh Mann. Ich muss mich dran gewöhnen. Verdammt. Da ist er wieder. Gibt's hier wieder was? Da. Bahnhof Sirkeci. Einer der schönsten auf der ganzen Welt. Glaube ich dir. Jedes Mal, wenn ich den Bahnhof Sirkeci sehe, verschlägt mir seine Schönheit. Ja, ich glaube, das war das Gleiche so. Also, vom Gleichen halt. Ich weiß nicht genau, was in diesen Kisten ist. Ich auch nicht. Achso. Ich weiß nicht genau. Nee. Monsieur Poirot. Ah, jetzt rennt er halt wieder weg. Mann, oh Mann. Vorsicht, Fräulein. Wissen Sie nicht, dass das die Fürstin Dragomirov ist? Beruhigen Sie sich, Schmidt. So zerbrechlich bin ich nun auch nicht. Hm, was nehmen wir? Das. Ich bitte um Entschuldigung, aber ich bin in großer Eile. Ihre Durchlaucht hat ihren Sonnenschirm verloren. Wir suchen danach. Um sie vor der Sonne zu schützen, wissen Sie. Sie kann bestimmt irgendwo in der Nähe einen anderen kaufen. Einen für eine Fürstin passenden Sonnenschirm? Hier? Wohl kaum. Ah. Bitte, ich muss diesen Mann einholen. Männer gibt es wie Sand am Meer, junge Dame. Sie sind hübsch. Sie haben es doch nicht nötig, ihnen hinterher zu jagen. Ich darf meinen Zug nicht versäumen, aber ich habe meinen Sonnenschirm verloren. Haben Sie ihn gesehen? Tut mir leid, ich habe ihn nicht gesehen. Könnten Sie uns helfen, danach zu suchen? Ich bin nicht mehr so beweglich wie früher. Und Schmidt regt sich lieber auf, statt danach zu suchen. Ich wäre Ihnen sehr dankbar. Ja, dann bleibt uns wohl nichts anderes übrig. Aber wir haben ja vorhin hier so einen Schirm bei der Ziege gesehen. Ich überspringe die Laufwege übrigens immer, also Laufwege, die wir noch nicht hatten, überspringe ich halt nicht, aber halt sowas überspringen. Da. Ah, Mann. Was frisst diese Ziege? Ja, scheint den Sonnenschein zu sein. Da. So, hier. Hast du was zu essen? So locken wir sie halt schon davon weg und nehmen uns den Schirm. Dass wir auch schnell Hercule Poirot hinterher rein können. Da. Ist das vielleicht der Sonnenschirm? Aber ja! Dankeschön, Fräulein. Wenn es eurer Durchlaucht recht ist, wir sollten jetzt in den Zug einsteigen. Ich muss noch ein Armband gegen meine Arthritis kaufen, Schmidt. Es bleibt noch viel Zeit bis zur Abfahrt. Lassen Sie diese hilfsbereite junge Dame vorbei. Und den Herr Kühlpoirot, den berühmten Detektiv, muss natürlich nicht suchen, nein. Aber wir. Und was ist das denn hier? Ich weiß nicht genau, was in diesen Kisten ist. Dann eben nicht. Ich weiß nicht genau, was in diesen Kisten... Kübel mit getrockneten Feigen, Aprikosen, Datteln, Rosinen und Maulbeeren. Ah, okay. Kübel mit... In dem Sack ist bestimmt Getreide. Und sie will bestimmt auch wieder was von uns. Oh, bitte, europäisches Fräulein. Ich muss den Zug erreichen. Den Zug nach Calais, aber ich bin hier so orientierungslos. Die Hitze, die ausländischen Menschen. Ich bete für einen Wegweiser. Aber ich weiß, das ist frivol und schwach und Gott erhört solche Gebete nicht. Wenn Sie mitkommen, bringen Sie in den Zug. Oh, danke. Sie sind meine Wegweiserin, die Gott an mich sendet. Ja, bringen Sie mich in den Zug, bitte. Ich darf den
Zug nicht verpassen, der Istanbul an diesem Tag verlässt? Ich bin Greta Olsen, Hausmutter in kleine missionarische Schule, nahe vom Hafen von Gemlik. Ich sorge für die Kinder, die haben ihren Weg verloren. Sie will mir unbedingt bis zum Gleis folgen. Als Vertreterin der Bahngesellschaft ist es in meinem Interesse, ihr zu helfen. Na gut, dann gehen wir mal. Ah. Ah, Mann, Entschuldigung. Der Haupteingang des Bahnhofs Sirkeci. Jedes Mal, wenn ich durch diese Türen gehe, höre ich den Ruf des Abenteuers. Ja. Gut, kann man hier nichts mehr machen? Doch, da kommt man kontrollieren. Hallo? Töpferwaren und Artefakte. Einige davon zweifelhaften Ursprungs. Ach. Töpferwaren und Artefakte aus Mesopotamien, Indien und anderswo. Allerdings habe ich gehört, dass manche Gegenstände von den Einheimischen gefertigte Dutzendware sind, die an Touristen als echte Schätze verkauft werden. Naja, dann gehen wir mal lang. Hector, achten Sie darauf, dass die Statue vor der Abfahrt sicher verstaut wird. Ja, Mr. Ratchet. An wen verkaufen die diese Keramiken? Touristen, nehme ich an. Na gut, wenigstens sieht der Staub authentisch aus. Entschuldigen Sie uns bitte. Na hallo. Bitte uns nicht aufzuhalten. Der Zug wird ohne mich abfahren. Französin, oder? Reisen Sie mit uns heute Abend? Ja, würden Sie uns bitte entschuldigen? Wozu die Eile? Wir haben viel Zeit, gemeinsame Reisende und so weiter. Viel Zeit, um sich... Er ist aber dreist. Nein, wir sind hier nicht böse. Ich bin Angestellte der Eisenbahngesellschaft mit offiziellem Auftrag. Klingt sehr offiziell. Dieser stürmische Blick gefällt mir. Mr. Ratchet. Hat da was gequiekt? Ja. Ich werde, glaube ich, die Polizei holen. Muss ich die Polizei holen? Nein, dazu besteht kein Grund. Wir sehen uns bestimmt wieder. Hoffentlich nicht, aber... Naja, wir gehen mal rein. Ah, verdammt, jetzt habe ich es übersprungen. Ach nee, doch nicht. War das der Haupteingang? Na gut, dann gehen wir mal rein. Zum Bahnhof Sirkeci. Sirkeci, keine Ahnung. Entschuldigung, wenn ich es falsch ausgesprochen haben sollte, aber... Naja. Sirkeci ist mehr als ein Bahnhof. Er ist das reinste Kunstwerk. Sieht schon ganz nett hier aus. Der Marmorboden zeigt trotz der vielen tausend Passagiere kaum Abnutzungserscheinungen. Sehr schlau beobachtet. Den können wir aber nicht ansprechen, also. Ah, Mann. Gekrönte Häupter, Reiche, die Berühmten und Berüchtigten, alle sind sie durch diese Hallen gewandelt. Ach so, gekrönte Häupter, ja, ich verstehe. Da ist er wieder. Ah. So, dann gehen wir mal hier lang. Mary? Jetzt nicht. Jetzt nicht. Wenn alles vorbei ist. Wenn wir es hinter uns haben. Dann. Na, worauf warten Sie? Lassen Sie sich durch uns nicht aufhalten. Der ist wenigstens nicht so dreist oder sowas. Ich frage mich, was die gemeint haben. Ah, Mann. Das fein gearbeitete Mosaik eines Widders im vollen Galopp soll die Kraft der Lokomotive darstellen. Sehr interessant. Oh, Mann, Entschuldigung. Und das? Sirkeci ist mehr als ein Bahnhof. Mit vorher werden wir interagieren. Interagieren, so. Schon wieder einer, der uns den Weg verschwert. Die Fahrkarte bitte. Ohne Fahrkarte darf niemand einsteigen. Ich muss nach meinen Sachen sehen. Alles ist geht etwas verloren. Verwirrt, glaube ich. Ja, setzen Sie sich erstmal. Ich glaube, ihm ist nicht nach Reden zumute. Die Zeit für Gespräche ist vorbei. Ich habe so schnell gepackt. Aber ganz schön viel. Gedacht.
Plakate mit Istanbuls Attraktionen heißen ankommende Super. Reisende willkommen. Ich finde das sehr stimmungsvoll hier alles, also. Das Gepäck der Passagiere. Ich frage mich, welche Geheimnisse es enthält. Drohbriefe, Waffen. Wer weiß. Naja, jetzt gehen wir erstmal zu Herrn Kühl. Aber ich muss heute Abend nach London. Es ist von größter Wichtigkeit. Mein Freund Monsieur Booth, Direktor der Eisenbahn, hat mir ein Abteil im Kurswagen Calais zugesichert. Tut mir leid, Monsieur. Es ist unglaublich. Es ist Nebensaison, doch alle Welt will heute Abend fahren. Es ist kein einziges Abteil frei. Wir als Bahnangestellte greifen natürlich gleich an. Ein. Pardon, Monsieur. Ich bin Antoinette Marceau vom Istanbuler Büro. Geht es Ihnen gut, Mademoiselle Marceau? Sie sind ganz errötet und außer Atem. Mir geht es bestens. Es war etwas schwierig, den Zug zu erreichen. Aber er steht doch noch. Mademoiselle, sagen Sie bitte dem Herrn, dass der Kurswagen Calais voll ist. Ja, mit wem sprechen wir zuerst? Mit ihm. Wie ist Ihr Name? Pierre Michel, Mademoiselle. Ich habe Ihren Namen auf Berichten gesehen. Sie gelten bei der Gesellschaft als äußerst zuverlässig. Danke, der kommt mir sympathisch vor. Ich bemühe mich immer, meinen Passagieren stets zu dienen. Dann bemühen Sie sich jetzt, Pierre. Vielleicht könnte Monsieur für den Anfang seiner Reise im Salonwagen sitzen. Das ist nämlich unser Abteil. Es ist besetzt, Mademoiselle. Oh, aber doch Abteil nicht. 16 wird immer für solche Notfälle reserviert. Nichtsdestotrotz. Heute Abend ist es von einem amerikanischen Herrn besetzt. Von einem Monsieur Hartman. Das hört sich nach einem Mann an, der nicht mit sich spaßen lässt. Wir müssen ein Abteil für Monsieur Poirot finden. Mademoiselle, wenn ich ein zusätzliches Abteil herzaubern könnte, würde ich es tun. Genau. Zeigen Sie mir bitte Ihre Passagierliste. Ich habe einen Plan des Kurswagens Calais mit allen Passagieren extra angefertigt. Sie können ihn gerne haben. Dann werden wir uns mal angucken. Wie Sie sehen, ist jedes Abteil besetzt. Es gibt noch freie Betten. Nur zwei. Im Abteil von Mr. McQueen, der nur eines gebucht hat, und in Mademoiselle Olsens Abteil, wobei ich kaum glaube, dass Monsieur Poirot... Non merci. Nichts läge mir fern. Natürlich. Guten ja, Tag. Ja, wir werden uns gleich erstmal die Liste anschauen. Ah ne, Zeitplan ja nicht. Zugplan. Warum haben wir das jetzt nicht? Ich will mir das gerne angucken. Hallo? Ja, Zeitplan nicht. Karten, Zugroute. Zugplan. Es ist alles nicht. Naja, werden wir mit ihm reden. Monsieur Poirot, ich stehe zu Ihren Diensten. Sie kennen Poirot? Wer kennt den berühmtesten Detektiv der Welt nicht? Sehr liebenswürdig von Ihnen, Mademoiselle. Das Verbrechen ist meine Leidenschaft. Darüber zu lesen, hoffe ich. Nicht zu begehen. Oh nein, darüber zu lesen. Das Sammeln von Hinweisen, das Befragen der Verdächtigen. Also das, was die Amerikaner Beinarbeit nennen. Ich glaube, es heißt Laufarbeit, Monsieur. Wie Sie meinen. Ich bevorzuge die Ermittlungsarbeit, die hier stattfindet, in den kleinen grauen Zellen. In meinem Tagebuch habe ich viele Berichte über Ihre Fälle. Das geheimnisvolle Verbrechen in Styles. Das haben wir alles gelesen. Der Unternehmer Roger Ackroyd, der Mord an Lord Edgware. Pardon, ich schwafel. Super. Oh Mann, Entschuldigung. Können Sie mir helfen, Herr Rosse? Ist er langweilig? Film? Bestimmt soll ich machen. Ich werde ihn sehr langweilig Film machen. Geben Sie Monsieur Poirot mein Abteil. Ich werde es mir im Salonwagen bequem machen. Mademoiselle, davon will Poirot nichts hören. Ich bestehe darauf. Ich werde die Eisenbahngesellschaft nicht in Verlegenheit bringen. Oh, Entschuldigung. Wenn ich Sie schon ausquartieren muss, sollen Sie wenigstens das Abteil mit Mademoiselle Olsen teilen. Sie wird sicher nichts dagegen haben, wenn sie von ihrem Opfer erfährt. Nein, wirklich. Das ist nicht notwendig. Poirot hat gesprochen. Die Sache ist erledigt. Ich werde sofort mit der Dame Super. Sprechen. Jetzt kann es endlich losgehen. Teil 1. Die Tatsachen.